Eine kleine Vorschau auf die neue Basis. Das Video jetzt auf dem Hauptkanal. Willkommen zurück in Entschrottet. Wir probieren heute nochmal den Boss in der Hauptstadt. Gucken, ob wir das hinbekommen. Wir sind jetzt Level 12. Ich habe herausgefunden, wie man selber zielen kann. Wenn man Bogen ausrüsten, braucht man nur Q drücken, anstatt auf den Bogen zu wechseln. Und dann können wir selber zielen. Werden wir mal testen. Und sehen, ob wir den dann schaffen. Sondern nur erstmal wieder durch die ganze Hauptstadt hier. So, da hinten müssen wir hin. So, kommen wir hier noch höher. Viele sollten wir haben. Ja. Da müssen wir mal testen. Weil es ja auch eine Quest, die wir noch machen müssen. Die nervig sind nur diese blöden Käfer, die er spawnt. Schön ausreichend probieren. Wir sind zwar gleich maustot, aber naja. Cool, hat gar nicht geklappt. Frag mich, ob wir den mit unserem Magiestab nicht angreifen können. Weil der spawnt halt nur, wenn wir runtergehen. Kommen wir nicht hochgesprungen, auch nicht mit dem Doppelsprung. Oder? Hochgesprungen? Ja, cool. Geht nicht. Wie ich so eine Bosse hasse. Bin dafür zu langsam. Ja, vielleicht hätten wir uns heilen sollen.
Ja, klar, man, von unten sieht man überhaupt nicht, wann er diese dämliche Rolle macht. Ach, der Arsch. Was ist das eigentlich für ein scheiß Trank, den wir mit haben? Brauchen wir überhaupt? Hier hat man Heiltrank. Nur eine Zeitverschwendung. Wir heilen aber arsch langsam. Aber nichts mit, um uns verbinden herzustellen. Ne? Ja, das dauert mir zu lange. Ah, klar. Sind hier diese Käfer wieder. Und weg. Eine Springattacke ist auch für den Arsch. Alter, diese Käfer sind viel schlimmer als der Feind. Ja, klar. Ja, jetzt mal betäubt. Ja, komm. Doch verarscht. Das macht da gar keine Springattacke und jetzt nur noch, oder was? Ach, das ist ein Scheiß. Und wir brauchen den Wichser zum Aufwerten der Kackflamme, Alter. Aufgeschissen, wir machen jetzt irgendwas anderes. Am Arsch lecken. Haben wir noch irgendeinen Scheiß? Wollen sie jetzt noch Skillpunkte? Voll. Eigentlich müsste da irgendwo eine Miasma-Wurzel sein. Und wie blöde flach dieser Turm ist, ey. Blöde Position, ja, ja. Die anderen Bosse kannst du einfach so umnieten.
Aber den nicht. Dafür musste Reaktionen haben, Alter, wie ein Jugendlicher. Oh, wo ist denn das? Wo ist die Miasma-Wurzel? Hier haben wir so eine doofe Flamme. Auch kein Mensch. So, wo ist die blöde Wurzel? Wird mir nicht angezeigt. Kann ja nicht sein, dass hier gar keiner ist. Wenn da runter springen, kommen wir auch nicht wieder raus. Ist auch für ein Arsch. Ist keiner. Sonst hingelaufen. Irgendwo eine Quest. Gutnest. Die Salzmine. Hier haben wir eine Geschichte der Folgendes. Mal dahin. Vielleicht darf man das von dem Turm aus. Ich werde mich da jetzt nicht den ganzen Tag rumärgern mit diesem Ex-Boss da. Magie skillen kannst du aber nicht mit Magie bekämpfen. Links rüber. Die Türme sind echt überhaupt nicht hoch. Den besten Gleiter hast du oder Peng? Vorne war bei einer Brücke. Oh. Wo waren die? Hä? Wo weit hinten war die? Leveln war einfach, holen Skillpunkte und dann klappt das vielleicht besser. Ah, wir müssen zu dem Obelisken. Alle Obelisken in den Hochweiten. Wollen wir da hin?
Ah, hier, jetzt sind hier Miasma-Wurzeln aufgetaucht. Fragezeichen. Meistens Miasma-Wurzeln, wo nichts bei steht. Markieren wir uns die. Erst die hier. Weil wir die Wurzel platt gemacht haben, können wir uns ja auch wieder hoch teleportieren. Irgendwo da müsste eine sein. Meter. Oh, jagt mir doch nicht auf den Sack hier. Scheiße. Und ja, man kann blocken und man kann ausweichen. Block generell nicht. Geh nicht rein. Und ausweichen komme ich gar nicht so schnell dran. Oh ne, wo kommt er denn jetzt her? Untergefallen. Mehr denn her? Findet nichts drin. Da ist die Miasma Wurzel. Ja, schlag doch drauf. Oh, Bildpunkt. Den werden wir sowas von platt machen. Ich gebe eine Miasma Seele. Eingefallen. Ja, wo ist denn sein Loot? Was eine Farge. Dein Loot müsste erleuchten. Hier vielleicht. Ah, da ist eine Miasma-Uhr. So. Wie springen wir da hin? Ah. Vielleicht von hier? Ja, jetzt mit einer Nacht, wen wundert's. Also, wo ist denn das? Ja, da ist auch. Nur von da so rüberfliegen können. Ob sie jetzt zeigt uns auf einmal Miasma-Wurzeln an. Wo da unten? Frage ist nur wo? 300. Ja, ah, da. Mitten im gar nichts. Oh, Killpunkt. Meine Gegner. Ist auch noch ein Schrein der Flamme. Wie soll man da denn hinkommen? Da oben irgendwo sein. Die müsste man auch alle einsammeln, nur für den Erfolg. Aber man sieht leider nicht, welche man schon hat. Also.
Ist ein Eimer um diesen Berg rum. Ah, irgendwo. Ja. Ist jetzt eingesammelt? Ja. Weil es kein Haken dran wie bei den ganzen anderen Sachen. Oder so, die da? Mal von hier hin. Eventuell. So, markiere mir das mal. Ballung. Ach, in der Höhle da. Rechts oben ist auch noch ein Altar, wo ich nicht weiß, ob wir schon waren. So. Und man kommt ein Skillpunkt jedes Mal nur einmalig, also beides Mal her würde sich auch gar nicht lohnen. Wo ist dieser Jung der Flamme? 100 Meter. Echt ärgerlich, dass man nicht weiß, wenn die schon hat. War das auch erledigt? Ah, ist Fragezeichen. Sieht aber nicht aus. Also wenn, dann ist es in einer Höhle oder sowas, wenn es mir erstmal sein sollte. Weil sah jetzt nicht so aus. Das ganze Ding ist der Wegpunkt. Wo müssen wir denn hin? Hundert Meter. Und dort unten. Oh. Alter. Mitten in einem hochgelegenen Höhleneingang. Das war ja mies. Wie soll man denn da drauf kommen? So. Ne, das ist ja, hier haben wir noch eine. Könnte aber tödlich ist mir erstmal sein. Müssen wir uns mal anschauen. Bin ja ein bisschen gucken vom Turm aus. Das. Oh. Das könnte auch einfach nur Lava sein, ne?
kein Rot. Ne, das ist Lava und kein rotes Miasma. Alter, wo soll man da landen? Was denn jetzt? Was für ein Scheißdreck hat er mir denn angezeigt? Den Kartenrand geflogen. Rot durch Axt. Los hier, ich habe keine Zeit. Arschen. Der will 9 und ich muss mir hier fast Mühe geben. Oh, hier noch einer. Immerhin kriegen wir erstmal Sporen. Brauchen wir ja für fast alles. Wenn wir hier noch irgendwie voll falsch sind. Da ist noch einer. Wenn der schon so dumm rumsteht. Glühwürmchen. So, Herrgott, wo soll denn das sein? Irgendwo. Nee. Das Spiel heißt jetzt Finde die Wurzel. Ich könnte kotzen. Finde ihm erstmal die Wurzel. Oh. Da unten. Hinten. Boah, dafür, dass sie im ersten Mal steht, ist sie so schwer zu erkennen von oben. Oh. Beseitige alle Schleierwurzeln in den Hochweiten. So, guck mal. Das haben wir schon mal geschafft, immerhin. Hier ist eine VUCA-Zeremonie. Wir brauchen aber Skill. Aber im Düsterdickicht haben wir noch nicht alle. Hier ist die Düsterdickicht-Warte. Naja, warte. Sind zwei in der Hauptstadt. Und das ist zu klein für eine Wurzel. Gehen wir dahin und naja, gucken wir halt, was das ist. Vielleicht zeigt der uns die letzten an. Enka geht nach, das ist der Mond. Könnte die Mauer da hinten sein. Dahin schaffen. Krass, Texturen laden gerade mal gar nicht. Ah. Da, unten.
Das ist ein Jägerinnenlager? Eine Kacknachricht. Aber hier haben wir die Jägerin doch nicht abgeholt. Lohnt hier reinzugehen? Cool, ich komme hier gar nicht rein. Dann ist das noch außerhalb der Early Access. Konnten wir da gerade reingucken? Will ich da noch mal hin? Sehen leider nicht. Ja, nur den Gang. Schade. Dann suchen wir jetzt noch die andere in der Hauptstadt und diesen Drecks Homo-Drachen da, den machen wir nicht. Wie viele Skillpunkte haben wir jetzt? 7. Mal guck. Die andere da noch finden, haben wir 8. Können wir bestimmt irgendwas von holen. Diese Auffindung ist auch ein Witz. Fraglich, wo die ist. Die wird ja mal so toll angezeigt, die Quests hier in der Stadt. Ob wir das vom Turm aus sehen. Wo war denn die eine? Die eine war da. Heute ist er. Ja komm, wird jetzt angezeigt. Sobald wir da sind, wird es wieder nicht angezeigt. Mal wetten. Ey, diese Kriegskiefer, ey. Ah, kommen gleich 100 Stück von denen. ...44 Meter in diesem Richtung. Boah, ja, ich bin... Machen die so einen Schaden? Hier hingekommen. 35 Meter. Ja, kacke, das war zu hoch. Ja, klar, der tötet uns jetzt. Mhm. Ja, komm, pick dich halt, ey, ganz im Ernst. Alter, ich hasse. Zum Henker sind wir jetzt schon wieder. Aber auch nichts zum Heilen. Ja, hier so ein viel zu teuren Heiltrank. Für die Verschwendung. Alter. Verarschen. Bin, ey. Oder Käfer oder was auch immer. Oh, diesmal den Gleiter vielleicht nicht so früh ausmachen. Naja, guck mal. Mit einem Schlag haut er uns Viertel von unserem Leben weg. Verarschen.
Wegpunkt erreicht. Aha. Ja, komm. Ich doch. Alter, ist nicht deren Scheiß ernst jetzt, ne? Die denn alle her? Hätte ich jetzt hier. Nein. Oh, wo ist die Drecksnachricht? Warum müssen wir hier? Na ja, war ja klar. Ja klar, wenn ich blocke, schlägt er überhaupt nicht, oder was? Ja, ey, ja, komm, leck mich doch, ey. Oh, hier ist die scheiß Nachricht. Oh ja, geh mir noch nicht auf den Sack hier. Oh, guck mal. Nö. Ja, wir suchen aber diese dumme Wurzel. Und unsere Selbstheilung ist ja auch mal für den Arsch. Da schlürfen noch mehr so eine Katzen rum. Wo sollen die sein? Was war denn das jetzt? Das war ein Pfeil, logisch. Von wo denn? Zum Henker hat er mich gesehen. Was ist da? Oder unten? Geht überhaupt nicht. Also da unten läuft einer. Einmal. Wenn sie nur drauf. Und wir haben die Wurzel gefunden, aber irgendwie. Jetzt hin. Jetzt hier hoch oder was? Okay. Der Typ. Da ist noch was zum Lesen. Schade, dass wir die nicht so kaputt machen können. Aha, guck mal, da ist er. Vogel angeschissen. Ah, wir müssen da runter, war ja klar. Ja, mhm. Da sind aber ein bisschen viele, du. Ich werde im Leben nicht alle machen. Okay, da ist eine Treppe. So, da hinten ist einer. Ah, der ist da. Gar nicht so schnell.
Ey, dieser Miasma-Nebel ist für den Arsch. Gar nicht. Da unten sind 10 Stück oder so. Klar, unser Feuerstab hier macht mehr Schaden als der lange Eiszauber. Arsch. Also wir können auch noch Feuerzauber uns holen für unseren Stab, aber brauchen wir noch irgendwas für den Alchemisten. Also entweder ist es immer ein großer Boss oder 20 kleine. Darf uns irgendwie hier so rumstehen. Und die hauen in einer Tour ab. Immerhin gibt es mir erstmal Sporen. Ach, da lebt ja noch einer. Ja. Da unten ist noch einer. Cool, den unter uns, wenn wir nicht mal sehen, den treffen wir. Rufen wir auf die. Unser Schwert ist auch gleich Schrott. Waren das jetzt alle? Nein, es waren nicht alle. Fuck. Ja. So. Boden hier noch looten. Viel zu viele. So, und jetzt müssen wir unseren Kram reparieren. Ich habe mir nicht gemerkt, ob hier eine Werkbank irgendwo ist in der Stadt. Da sind schon wieder Käfer. Also wir haben jetzt hier die Wurzeln auch. Da geht's mit dem... Oh ja, warte, hier lag doch eine Nachricht. Und zwar... Wie lag die denn? Da oben auf der Treppe. So, ist jetzt die Frage... Holen wir uns die Nachricht auch noch. Und kommen wir da überhaupt hin? Ja, ich will nicht. Du auch. Ja, jetzt hier mal wieder im. Das ist mir erstmal einfach nur nervig. Das soll es. Drüber gesprungen. Hauptsache am Bosskampf vorbei ist eine Nachricht. Oben drin oder was? Wie soll ich denn da hinkommen? So nicht. Stand dort oben, war mir klar. So Türme an sich.
Ja, also hier kannst du nicht hochglitschen, das ist scheiße. Wie kommt man da jetzt hin? Ah ja, hier, pass auf. Also bestimmt von hier oben durch die Tür. Und dann schon wieder hochlaufen. Also wie wenn wir zum Boss wollen, nur wir gehen dran vorbei. Zu tief. So. Eigentlich, wozu wir den Boss bekämpfen müssen, wir. Ah, wegen dem Kackschlüssel. Unnötig, man kommt ja auch so hoch. Super. Ja, im Ernst jetzt. Weiß ja nicht mal in welche Richtung. Anderer Weg. Ah ja, guck mal. Soll ich ihn jetzt noch? Ach, da ist die blöde Schrossrolle. So, haben wir jetzt hier. Oh ja, klar. Gehen wir so auf den Keks hier mit ihren komischen Nachrichten. Liegt vor der Stadt. Im Ernst. Wie wird es mir da? Die haben es mit diesen Türmen. Ich hätte nicht drin sagen können, dass es in dem Turm ist. Nein, spring erst raus. Und, oh ja. Die alle schon wieder her. Alter. Ja, auch die Leiter hoch. Wir müssen so langsam echt in unsere Basis hier. Unsere ganzen Sachen sind kaputt. So. Hoffentlich ist das die letzte Nachricht in der Stadt. Ich habe mir schief mitbekommen, weil wir die ganzen Rüstungsteile gefunden haben. Also jetzt wird hier nichts mehr angezeigt. So, dann werde ich unseren Kram reparieren, gucken, wofür wir die Skillpunkte ausgeben. Dann machen wir noch ein paar andere Quests. Ah ja, wir müssen noch. Wir haben noch so ein hier bei der Bäuerin, müssen wir irgendwas aufstellen. Warum das?
Ah, ein Kessel. Dann kann die für uns irgendwie kochen. Und wir finden der Nachrichten, will der Alchemist und der Schmied auch was von uns. Gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Aufwerten geht noch nicht. Alles haben wir, bis auf diesen Drecksschädel von diesem Boss. Dann machen wir weiter mit Quests. Gucken, ob wir noch irgendwas Schönes finden. Und dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.